Die Mannschaft des Jahres, die Füchse Berlin, nahmen dann Manager Bob Hanning die Ehrung entgegen. Und dann kamen die beiden wichtigsten Auszeichnungen natürlich. Robert Harting, Diskus-Weltmeister, ist Berlins Sportler des Jahres 2011. Und Sabine Lisicki, Wimbledon-Halbfinalistin im Tennis in diesem Jahr, ist Berlins Sportlerin des Jahres 2011. Sabine Lisicki, herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet denn diese Auszeichnung? Sie haben es eben schon auf der Bühne so ein bisschen anklingen lassen. Ja, sehr viel. Auf jeden Fall nach der Verletzung vor allem. Und es ist einfach ein unglaublicher Abschluss zu so einem tollen Jahr. Vor allem, wenn man in Berlin so viele tolle Athleten hat, das hier zu gewinnen, ist echt ein Kunststück. Der Tennissport ist ja nicht mehr ganz so im Rampenlicht gewesen wie vielleicht vor 20, 30 Jahren. So eine Ehrung, ist die ein Zeichen, dass da sich wieder was entwickelt? Spüren Sie sowas? Ja, ich hoffe doch. Ja, ich denke, wir sind zu dritt da und haben wirklich wieder was bewegt. Und wir merken es, dass die Zuschauer gerne zu unseren Spielen kommen und uns unterstützen. Und ich freue mich einfach, dass ich gewählt wurde. Gut, wir freuen uns für Sie, auch für Sie, Robert Harting. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Was macht eigentlich ein Diskuswerfer im Winter? So eine Halle ist doch eigentlich ein bisschen zu klein, oder? Ja, viel Techniktraining, indem man gegen eine Wand wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wand wird dann alle halbe Jahre ausgetauscht, weil der Beton vom runterbröckelt. Ja, und das ist ein hartes Training, ein sehr wichtiges Training. Und ohne das würden wir gar keine Saison machen können. Sie haben eine wahnsinnig erfolgreiche Saison hinter sich, sind ungeschlagen. Natürlich jetzt der große Favorit für London 2012, nächstes Jahr die Olympischen Spiele. Ist das eine Rolle, die Sie gerne annehmen, oder ist das eine Last? Last ist es nicht, aber ich bin auch lieber so der Jäger. Aber es ist bei uns sehr, sehr, sehr breit gefächert. Wenn man gewinnt, heißt das nicht, dass man automatisch der Favorit ist fürs nächste Jahr. Das entscheidet sich im Verlauf der Saison. Und das ist das Wichtige. So wie es da läuft, dann kann man schon langsam über Favoriten reden. Und das einer davor spielt eigentlich keine Rolle. Gut, und heute geht es ja auch darum, erstmal die abgelaufenen, die errungenen Erfolge zu feiern. Dabei wünsche ich Ihnen beiden noch viel Spaß. Liebe Zuschauer, es wird noch eine lange Nacht hier im Estrel. Im Moment wird hier gerade diniert, aber danach wird hier sicherlich noch getanzt. Und ja, es dürfte wirklich eine lange Nacht werden. Ja, viel Spaß dabei. Dankeschön, Christian Dexner.